Chinesisches Horoskop. Das chinesische Horoskop beruht auch auf 12 Sternzeichen, allerdings andere als im Westen. Chinesisches Horoskop will wie das westliche Horoskop herausfinden, was die Aufgaben des Menschen sind, welchen Charakter er hat, was seine Vergangenheit ist und was in der Zukunft ist. Das chinesische Horoskop will helfen, sein Schicksal zu verstehen und sein Schicksal gut anzugehen. Das chinesische Horoskop hat zum einen etwas zu tun mit den Jahren. Unterschiedliche Jahre haben unterschiedliche Tierkreiszeichen. Zum Beispiel das Jahr 2017 steht im Tierkreiszeichen Hahn, 2016 war ein Affenjahr, 2015 ein Ziegenjahr, 2014 war ein Pferdejahr und 2013 ein Schlangenjahr und 2012 war im chinesischen Horoskop im Zeichen des Drachen. Das chinesische Horoskop ist also eine jahrtausendealte Tradition der Astrologie. Und dort gibt es, oder wortwörtlich heißt es Zhangxingshu, Z-H-A-N-X-I-N-G-S-H-U, also Zhangxingshu, die Kunst des Sternwahrsagens. Das chinesische Horoskop beruht auf einem Kalender. Das chinesische Horoskop interessiert sich dabei nicht für die Position der Sonne oder des Mondes oder des Planeten. Das Horoskop ist eigentlich ein Instrument zum Erkennen und Deuten der Geburtsstunde und genau damit hat eben auch das chinesische Horoskop zu tun. Das chinesische Horoskop hat also Tierkreiszeichen, aber die Tierkreiszeichen haben nichts mit den Sternzeichen zu tun, sondern es geht um 12 Tierkreiszeichen und diese heißen Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Des Weiteren, nicht nur diese 12 Tierkreiszeichen sind wichtig, sondern ebenso sind Yin und Yang wichtig und die 5 Elemente Wasser, Erde, Feuer, Metall und Holz. Diese zusammen sind also wichtig. Es gibt also das Tier und das Element des Monats, das Tier und das Element des Jahres, Tier und Element des Tages und Tier und Element der Stunde. So ist also das chinesische Horoskop etwas anders als das westliche oder das indische Horoskop, aber auch faszinierend und kann viel über dich aussagen.